Zu Risiken und Nebenwirkungen durch ausgewogene Ernährung und regelmäßiges Training zählen gute Laune, gesteigertes Wohlbefinden und ein Körper, den man sich selbst wieder gerne im Spiegel ansieht. Lass uns heute in diesem Video kurz drüber reden, warum eigentlich Intervallfasten? Was für Vorteile bringt dir das? Ich habe hier auf dem Kanal ja schon öfter auch drüber gesprochen, was passiert, wenn du Intervallfasten machst, wenn du das Frühstück zum Beispiel weglässt und so weiter und so fort. Kannst ja auch mal hier im Kanal einfach mal rumgucken. Und wenn du neu hier bist, dann abonniere auch gerne den Kanal. Hier gibt es sehr, sehr regelmäßig fast täglich neue Videos zum Thema Gesundheit. Vielleicht kann ich dir ja auch bei der einen oder anderen Sache helfen. Aber lass uns jetzt mal zum Thema Intervallfasten kommen. Grund Nummer 1. Intermittierendes Fasten kann einfach sehr gut funktionieren. Auch wenn wir wissen, dass nicht jede Kalorie gleich ist, ist es trotzdem absolut notwendig, dass wenn du einfach gesünder, fitter und vor allem abnehmen möchtest und vor allem Körperfett abnehmen möchtest, ist es vor allem dann sehr wichtig, dass du eine negative Energiebilanz hast. Also weniger Energie zu dir nimmst am Tag, als dein Körper braucht. Und dabei kann intermittierendes Fasten, wenn du es ordentlich ausführst, dir sehr, sehr, sehr gut dabei helfen. Grund Nummer 2. Intermittierendes Fasten macht deinen Tag einfach einfacher. Anstatt dass du alle 2 oder 3 Stunden irgendwie ständig isst, vielleicht auch ständig Essen vorbereitest, dich drum kümmern musst, dass du irgendwo Essen herbekommst und dann vielleicht wahrscheinlich auch noch die falsche Alternative wählst und dann wieder ein Fastfood-Restaurant wählst, ist es beim intermittierenden Fasten oder beim Intervallfasten so, dass du einfach nur 1 oder 2 Mal am Tag isst. Und das erlaubt dir auch, wenn du halt nur 1 oder 2 große Mahlzeiten isst, dass du dann auch richtig zulangen kannst. Natürlich auch im Rahmen. Ich meine, wenn du jetzt einfach nur Fett die ganze Zeit isst, dann wird das mit dem Abnehmen oder fitter werden auch nichts. Aber du kannst einfach größere Portionen essen. Das befriedigt dich einerseits so einfach wie mehr. Ich meine, ist doch geil, wenn du einfach eine große Portion Essen hast. Und auf der anderen Seite befriedigt das einfach auch bestimmte Rezeptoren in deinem Körper. Denn dein Körper, ganz speziell dein Magen, registriert auch, wie viel in deinen Bauch in deinen Magen reinkommt. Und dementsprechend sendet der auch Botenstoffe an dein Gehirn aus. Das führt dann auch dazu, dass du langfristig im Durchschnitt es dir wahrscheinlich leichter fällt, weniger Kalorien zu essen, wenn es dein Ziel ist, abzunehmen. Grund Nummer 3. Intervallfasten macht dein Leben nicht nur einfacher, sondern es spart dir sogar auch noch Zeit und wahrscheinlich sogar auch noch Geld ein. Ich meine, stell dir noch mal vor, anstatt 3, 4, 5 oder 6 Mal am Tag zu essen, isst du einfach nur 1 oder 2 Mal am Tag. Nicht nur, dass du dir Zeit sparst, dass du weniger zubereiten und vorbereiten musst, sondern auch das Ganze aufräumen, das Ganze abwischen, das Ganze in die Spülmaschine räumen, die Spülmaschine öfter laufen lassen. Stell dir das nur mal bildlich vor. Es ist nicht nur einfacher, es spart dir auch Zeit und wahrscheinlich auch noch Geld. Grund Nummer 4 ist ein gesundheitlicher Vorteil. Intervallfasten verbessert deine Insulinsensitivität und steigert auch die Produktion deines Wachstumshormons. Beide Sachen sind von großem, großem Vorteil, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen, aber auch um abzunehmen. Zum Thema Insulinsensitivität bzw. Insulinresistenz habe ich auch schon mal ein Video hier auf dem Kanal gemacht. Ich verlinke dir das einfach unten in der Videobeschreibung. Der letzte und wichtige Punkt hier in diesem Video für das Intervallfasten ist, dass Intervallfasten präventiv wirken kann gegen Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz. Dazu habe ich mal ein sehr, sehr, sehr interessantes Video hier auf YouTube gefunden, einen TEDx-Talk von Mark Madsen, der ist Professor an der Johns Hopkins University, und das verlinke ich dir auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung, schau dir das auf jeden Fall mal an. Ach so, und fast hätte ich es vergessen, Wolverine, der macht auch Intervallfasten. So how do you get to that point? Well, basically train for 3 hours a day and eat a lot of protein. Food, and I actually got the diet from Dwayne, The Rock Johnson, who's a mate of mine. And every day what I do is I eat for 8 hours and I fast for 16. Und ich meine, wenn es für den auch funktioniert, dann kann es vielleicht auch für dich funktionieren. Wenn du vielleicht schon mal Intervallfasten probiert hast und noch nicht so damit zurechtkommst oder wenn du noch spezifische Fragen dazu hast und einfach mal damit starten möchtest und nicht weißt wie, dann schreib mir alle deine Fragen und Empfehlungen und Feedbacks einfach alles unten in die Kommentare. Wenn du mir das da reinschreibst, dann kann ich dazu ein Video machen und dir weiterhelfen. Ich freue mich sehr und danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dieses Video angeguckt hast. Wenn es dir geholfen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, und wie am Anfang auch schon gesagt, freue ich mich sehr, wenn du einfach den Kanal abonnierst. Für dich freue ich mich, weil du dann einfach keine Sachen mehr verpasst. Also klick einfach auf Abonnieren und auf die Glocke, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!